Ein Taxipassagier tippt dem Fahrer auf die Schulter, um etwas zu fragen. Der Fahrer schreit laut auf, verliert die Kontrolle über den Wagen, verfehlt knapp einen entgegenkommenden Bus, schießt über den Gehsteig und kommt wenige Zentimeter vor einem Schaufenster zum Stehen. Für ein paar Sekunden ist alles ruhig, dann schreit der Taxifahrer laut los. Machen Sie das nie wieder! Sie haben mich ja zu Tode erschreckt! Der Fahrgast ist ganz baff und entschuldigt sich voll Erstaunen. Ich konnte ja nicht wissen, dass Sie sich wegen eines Schultertippens dermaßen erschrecken. Ist ja auch mein Fehler, meinte der Fahrer etwas ruhiger. Heute ist mein erster Tag als Taxifahrer. Die letzten 25 Jahre bin ich einen Leichenwagen gefahren. Eine Frau und ein Mann wurden in einen Autounfall verwickelt. Es war ein ziemlich schlimmer Unfall. Beide Autos waren total demoliert. Jedoch wurde, wie durch ein Wunder, keiner der beiden verletzt. Nachdem beide aus ihren Autos gekrabbelt waren, sagte der Mann: So ein Zufall. Sie sind eine Frau, ich bin ein Mann. Schauen Sie nur unsere Autos an. Beide total demoliert, aber wir beide sind unverletzt. Das ist ein Fingerzeig Gottes. Er will, dass wir von nun an zusammen sind und bis ans Ende unseres Lebens zusammenbleiben. Die Frau sah den Mann an, welcher nicht unattraktiv war, und meinte: Sie haben recht, das muss ein Fingerzeig Gottes sein. Der Mann fuhr fort: Ein weiteres Wunder, mein ganzes Auto ist Schrott. Aber sehen Sie, die Weinflasche auf dem Rücksitz ist unbeschadet. Anscheinend will Gott, dass wir auf unser Glück anstoßen. Er öffnet die Flasche und gab sie der Frau. Die Frau nickte zustimmend und leerte die halbe Flasche mit einem Schluck und gab sie dem Mann zurück. Der Mann nahm sie und steckte den Korken in die Flasche zurück. Die Frau fragte ihn mit ondulierter Zunge: Willst du nicht auch trinken? Der Mann schüttelte den Kopf und meinte: Nein, ich warte lieber erstmal, bis die Polizei hier war. Was ist der Unterschied zwischen einer Schlange auf der Autobahn und einer im Dschungel? Bei der auf der Autobahn ist das Arschloch vorne. Wie nennt man höfliche Autofahrer? Geisterfahrer. Sie sind immer so entgegenkommend. Wenn ich einmal sterbe, dann will ich friedlich gehen. So wie einst mein Großvater im Schlafe. Und nicht laut kreischend wie die Mitfahrer in seinem Wagen. Wie lief denn deine Führerscheinprüfung? Leider bin ich durchgefallen. Ich habe einen Geisterfahrer überholt. 17% aller Unfälle werden von betrunkenen Autofahrern verursacht. Das bedeutet, dass 83% aller Unfälle von nicht betrunkenen Autofahrern verursacht werden. Das ist erschreckend. Warum können sich diese nüchternen Idioten nicht von der Straße fernhalten und unsere Sicherheit um 400% steigern? Zwei Freunde haben eine Autopanne. Sie klopfen an einem einsam stehenden Haus an. Ohne viel zu fragen, quartiert die Bewohnerin den einen der beiden in ein Gästezimmer ein. Der andere schläft im Wohnzimmer auf der Couch. Nach einigen Monaten ruft der eine Freund den anderen an. Sag mal, mein Lieber, ich habe da einen seltsamen Brief von meinem Rechtsanwalt bekommen, der nur einen Schluss zulässt. Du musst dich damals von deiner Couch in das Schlafzimmer geschlichen und der Dame allerlei geboten haben, aber was schlimmer ist, du hast dich dabei meines Namens bedient. Also, ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist. Das kann nur ein Missverständnis sein. Wenn sie in anderen Umständen ist. Wer spricht denn von anderen Umständen? Gestorben ist sie und hat mir 1 Million hinterlassen. Ein Pole hat auf der Autobahn einen Platten. Nein, das war noch nicht der Witz. Wie er gerade so dabei ist, das Rad abzumontieren, hält hinter ihm ein anderer Wagen. Der Fahrer, auch Pole, tritt zu ihm und sagt: Mach du weiter mit dem Reifen, ich kümmere mich ums Radio. Meister, wie steht's mit meinem Auto? Sagen wir es einmal so: Wenn Ihr Auto ein Pferd wäre, müssten wir es erschießen.